Hallo zusammen. Heute haben wir insgesamt 10 Runden und eine Runde besteht aus 20 Burpees. Nach einem Burpee, nach einer Wiederholung, kommen zwei Squats mit jeweils einem Ausfallschritt auf jeder Seite. Dann haben wir 15 Liegestütze danach, danach 6 Klimmzüge. Das bedeutet ganz konkret, wir haben 350 Liegestütze, wir haben 200 Burpees, wir haben 400 Kniebeugen und wir haben 200 Ausfallschritte pro Seite und 60 Klimmzüge. Wir machen insgesamt 10 Runden. Also, los geht's. Sechs. Sieben. Nein. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. 19. 20. 15.
6. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 2, fertig. Eins. Zwei. Drei. Vier.
Okay. Sechs. Sieben. Acht. Nein. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Sechzehn. Siebzehn. Neunzehn. Zwanzig. Drei fertig. Eins.
hier. Sechs. Sieben. Elf. Zwölf. Dreizehn. 16. 17. 18. 19. 20. 6. 4 fertig. Eins. Zwei.
frei. Sechs. Sieben. Acht. Acht. Elf. Zwölf. Fünfzehn. 17. 18. 19. 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 6 und 5 fertig.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. That's it. That's it. Los. Thank you.
da habe ich gar nicht so Probleme. Okay, ich komme wieder schon. Junge, das ist so warm. Das ist auch gerade meine sonderlich cool. Boah, ich mach Maxi. Oha! Gut, also dass die Arme ausgestreckt sind. Aber die Hose ist ausgestreckt. Ich kann die auch nicht weiter ausstrecken. Ich kann die jetzt nicht wieder strecken sonst. Ja, so ist ja die Taktik. Ist ja einfach, wenn man die perfekt kann, also kann die auch nicht anhören. Das ist ja, wenn du wirklich hier von so hoch bist, weißt du? Das kann ich. Die Arme gerade sind. Also, ich hab ja nur die Beine vom Boden. Ich kann sie nicht mit den Beinen vom Boden machen. Taktik, guck. Ich kann es dir hier mal vorzeigen, wie die Taktik dann auf dem Boden aussieht. Ich brauche sie wie hier. So, also richtig ausgestreckt die Arme. Und so. Das auf dem Boden. Ja, das kann ich auch nicht. Nee, ich mein Sitz, da mache ich das auch, aber das ist aber eine ganz andere Sache irgendwie auf dem Boden. Ja, auf dem Boden ist krass. Ja. Besser war das, wieso? Ja gut, weil du so hier bei dem kannst du ja so greifen. Also kannst du viel besser die Arme tragen. Das ist ein Boden, du brauchst viel mehr Kraft. Auch was die Schultern und so. Deswegen ist die Wende auch immer krass. Du hast eine saulange Zeit. Das ist eigentlich erst wirklich ganz vorgebogen, dass du dann mit deiner Schultermuskulatur überhaupt mal stärkst. Ja, ich hab auch gemerkt. Bis du dann überhaupt so Fortschritte machen kannst. Ich habe auch gemerkt, als ich mit Simon trainiert habe, auch Brust und dann mit dem ersten, bevor ich die Brust wieder auf die Schulter. Das heißt, ich habe Schulter halt echt. Ja, bei mir ist die Schulter auch richtig schwer. Ich probiere so 5 Sekunden zu halten. Junge, voll gut, ey. Yeah.
anders. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ich das auch. Also, aber nur ganz kurz. Junge, doch, kein. Ich bin
Also da ist leichter an. Ja, horizontal. Also wie du willst, kannst du auch hier mal versuchen. Geht es auch da? Ja. Das dauert eine halbe Stunde. Ich würde erst tiefer greifen, untere so lassen. Ja. So, genau, wenn du dich anziehst, dann so ein bisschen nach innen, kannst du mal Kraft aufwenden. Weißt du? Nee, sowas gut eigentlich, Steff. Aber ich meine so, da kannst du mir so Kraft aufwenden. Weißt du aber nicht? Nee, ist kacke. Hoch? Warte? Ja, warte. Aber warte, wir müssen so sein. Hoch. Genau, das war schon gut. Mach mal ohne Hilfe. Ja. Ah, jetzt bist du nicht mehr ganz gerade. Ich muss immer dran denken, den Körper so gerade. Ja. Genau, jetzt bist du perfekt dran. Nur einmal. Gerade dann noch. Aber schon gut. So anstrengend. Das finde ich auch irgendwie. Du machst da, gell? Ja.
Ich mach Musik an. Ja. Was denn? Ja. Kennst du Hip-Hop cool? Hä? Hip-Hop cool? Nee. Ich hab keinen Bock auf den Hip-Hop. Was denn? Vor einem Jahr hat mir Einlass gegeben. So mit der Kopfhörer gefangen. Ja, Hip-Hop, ja, man hat keine Namen. Genau.